So, und weiter geht's hier. Das ist doch, das kann doch nicht sein. Das ist doch der größte Scheiß. Mann, Alter. Jetzt reicht's. Jetzt muss das gehen. Topshots. Ja, ich kann einfach nur, ich kann mich einfach nur entschuldigen und ja, tut mir leid und so, aber pff, jetzt erstmal, ich habe einen Plan, wo das ist, aber ich brauche Poke Enough. Weil dieses verdammte Scheißteil, das muss hier irgendwo sein. Hier nämlich, ich gehe runter. Moment. Da ist doch sowas drum. Hier ist es. Oh Gott, ich bin so dumm. Ja, Leute, jetzt bin ich da. Wäre ich doch nur mal, oh, Alter, bin ich so hohl, ey. Wäre ich doch nur mal, wie heißt das? Ja, genau, tiefer gesurft. Also, Leute, wir müssen hier runter. Und jetzt, ups, das war Fail. Habt ihr wahrscheinlich, ich weiß nicht, was im Video seht. Ihr müsst ja auch halt HD und Vollbild gucken. Ah, so, jetzt bin ich im Eingang drin. So, jetzt seht ihr gleich kurz ein U-Boot. Ah, das hat man jetzt vielleicht ein bisschen gesehen. Und ich bin in der Tiefseehöhle. Mann, fuck ab, ey. So, und hier werde ich jetzt einigermaßen kämpfen müssen. Erstmal muss ich mir den Weg hier mal voraus, mir den Weg mal freibahnen. Ist es so einfach, wie es aussieht? Ich glaube ja. Ja, ist es auch. Stärke. Ach, hier ist doch nachher dieses lustige Stärke-Rätsel. Ja, das konnte ich damals. Ob ich es jetzt noch kann, keine Ahnung. Ich muss hier lang. Wir können hier keine Kinder gebrauchen, geh nach Hause sofort. Deine Mama kann keine Kinder gebrauchen, ey. Ja, den hat er jetzt wahrscheinlich nicht verstanden. Scheiß die Mark verrüppel. So, Vivian, ja. Ihr seht, immer noch bin ich derbst overlevelt, aber auch nur, weil ich irgendwie ein scheiß und unorganisiertes Team hab, genau. Und, keine Ahnung, ich muss so langsam mal echt schauen. Ja, das ist übel und ich muss mal gucken. Stolunior, trag mal ein Item, mein Sklave. Trag mal einen Hafenbrief, keine Ahnung. Oh ja, Status, Adrenalin und okay. Trag den jetzt, du Penis. So, Item nehmen. Und ja, egal, ich mach Schweibers jetzt zum Teammitglied. Darf es jetzt offiziell eins sein, egal. Und Green erhält dann Flinkklaue. Stimmt, das passt dann auch von der Init. Ja, Schweibos, ich trainiere dich jetzt und keine Ahnung, du wirst mir noch nützlich sein, da bin ich mir sicher. Egal, weil, ich bin einfach spontan und wie heißt das so schön? Pokémon-Trainer kann mit jedem, kann mit jedem Pokémon siegen. Man muss, ja, es kommt, man muss nur die Strategie beachten und es kommt nur auf. Was weiß ich, das richtige Moveset und alles an, bla bla bla. Ja, ich weiß, ihr könnt jetzt sagen, bist du dumm, Schwalbos, und wenn du schon Flug-Pokémon haben willst, dann Panzeron oder Altaria und. Ja, ist jetzt egal hier, Schwalbos erlernt Notsituationen, ja, gegen. Doch, Flügelschlag brauche ich nicht mehr wegen Fliegen. Da setze ich dann auch keinen Flügelschlag mehr ein, ja, ist so. Aber die Runde nervt dann allerdings. Einmal hochfliegen. Und dann greift es erst an. So, wir gehen zuerst hier rein. Okay. War das jetzt gefailed oder? Moment. Nee, ich musste jetzt nicht so lange nachdenken, sondern mein, naja, das, sag ich jetzt besser nicht so. Nee, ich weiß nicht, was ihr darunter jetzt versteht, aber mein Auge juckt voll. Und das nervt. So, jetzt gehe ich hier unten rein und bin hier oben und scheiße. Ach ne, jetzt bin ich hier. Ah, okay, gut, gut, gut. Und hier ist, glaube ich, das eine, hier kann man immer was falsch machen. Bei diesem Rätsel hier. Um hier einmal lang zu kommen. Und hier habe ich, glaube ich, auch was falsch gemacht. Ja, ich glaube, das ist jetzt dieser Fake-Gang, der hier unten. Und da oben sind zwei, ne? Ja, das kenne ich. Das hier ist jetzt, glaube ich, schon mal. Ja, dann ist man hier oben wieder. Das ist diese Scheiße. Okay, Leute, wir machen alles nochmal von vorne. Na, 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 aber diesmal gehen wir hier lang. Wie soll das gehen? Wildes Pokémon. Was zum Geier? Geh mal weg. Ey. Also. Flucht, würde ich sagen. Und,
Ich brauche einen Top-Schutz, ganz klar, weil wenn hier schon wilde Pokémon angreifen, dann ist Ende im Gelände. Ich glaube, ich hab's nicht verstanden. Ach doch, hier kann man so lang. Okay. Ja, Leute, hier gibt's irgendwie ganz viele Wege. Nein, aber ich meine, es gibt so verschiedene. Toll. Ich hätte viel lieber einen Doppelkampf gehabt. Ah, da ist jetzt so ein Weg in der Höhle, da gehe ich gleich rein. Nein, aber hier gibt so viele verschiedene Wege, Äste und Abzweigungen, da blicke ich nicht durch und das ist nicht so mein Fall, deswegen verzeiht mir das. Verzeiht mir das bitte, genau. Also Juicy gewinnt Geld und so und Schweiboss sei gleich mal trainiert. Also so ungefähr 15 Level, denn passt auch wieder rein hier. Nein, aber keine Ahnung, Schweiboss einfach jetzt so mal spontan. Und du bist low, Schweiboss, du bist richtig low, das weißt du hoffentlich. Und ich wollte ihn gerade in den Kampf schicken, ist aber wohl auch nichts draus geworden. Shut the fuck up, sag ich dazu nur. So, Green erhält EP. Ja, ich konnte nicht gewinnen, sagt sie. Das ist schön für dich, aber ich gehe hier rein und bin hier wieder am Anfang. Na toll. Ja, Leute, dann gehen wir jetzt dann doch mal die andere Perspektive durch. Und das ist nämlich, dass ich hier lang gehe, das ist doch nicht der Anfang. Ach so, es ist der Weg, dass ich jetzt hier nochmal zurückgehe und einfach mal vom Anfang an aus hier rein. Ja, weil, ja, so theopraktisch weiß ich ja schon, wo es lang geht. Ich werde euch jetzt mal meine Variante zeigen. Wie muss das denn gehen hier? Hey, den kann ich doch nach oben schieben. Den hier, mach Stärke. Ja, es geht doch, oder? Und dann komme ich doch wieder raus. Ja, weil hier muss ich nämlich rein, bis ich bei diesem Einweg bin. Ja, richtig. Hier speichere ich jetzt erstmal. Wundert euch nicht über die Spielzeit. Das ist immer, weil mein PC braucht ja 1,5 Stunden zu rendern. Und wenn ich dann 2 Parts ineinander gemacht habe, dann habe ich meistens das hier so laufen lassen, den Emulator. Und ihr versteht, ne? So, jetzt gibt's hier aber einen besonderen Weg, also den richtigen Weg, ich weiß noch nicht, wo der ist, der war schon mal falsch, das heißt, ich gehe hier lang, ja, aber erstmal will ich ja nicht auf die andere Seite, hier will ich lang, danke, was zum, okay, sorry Leute, falls das jetzt laut war, aber, what, ist ja scheiße, Moment. So nicht. Da reset ich. Ich habe ja gespeichert. Leute, das war scheiße. Was zum. Na gut. auf ein neues, sag ich denn mal. Wo war jetzt der richtige Weg? Hier. Und wenn das jetzt schon der falsche war, dann tschüss. Gehe ich hier einmal rum und bin hier. So, das sieht doch jetzt schön aus. Und ja, da ist mein Rätsel. Bubi-Rätsel, da ist es ja. Juhu, mit Dings. Wie heißt das? Mit Steinen, die ich mit Stärke wegschieben kann. Und ich sollte mal auf die Zeit achten. Na gut, nach 6 Minuten. Ja, ich will zu meinem Bubi-Rätsel. Warum ich das so nenne? Einfach weil ich kenne das noch aus Tagen, da war ich noch nicht so, wie ich jetzt bin, halt. Nein, wie soll man sagen, ich weiß noch, schön, Pokémon Smaragd, das war eigentlich, um es mal ganz genau zu sehen, ja, das erste richtige Spiel, was ich gespielt habe und durchgespielt habe, von Pokémon, meine ich, und ja, ich war, eigentlich bin ich ja nicht so der, also, nein, wie soll ich das jetzt sagen, jetzt bin ich schon voll der Pokémon-Typ und Pokémon-Fan und hoffe, dass Schweiboss mal überlebt, also auf jeden Fall, ich will jetzt weitersprechen. So, und ja, das kam erst so mit 7 Jahren bei mir. Was sag ich denn? Das war später. Mit 9 Jahren. Genau, so 19. Ja, genau, 19, glaube ich. Und dann eines Tages war bei uns Flohmarkt und hab gesehen, ah, Pokémon, das Spiel, das hole ich mir. Und dann hab ich's erst gezockt und ich weiß, da war ich ein wenig so der Outsider, weil haben ja wahrscheinlich alle schon mit 5, 6 schon gespielt und die meisten sind einfach so, keine Ahnung, die ein bisschen älter sind als ich, sind da erst recht mit aufgewachsen, weil das ist schon ein paar Jahre alt und warum mach ich jetzt Kugel gesagt? Das ist mal ein derbst Fail, weil das hat ja jetzt mal nichts gezogen
Oh, 35 und 37 sehe ich jetzt erst. Nein, Schweibos. Ich sag mal eins, wenn du mit Fliegen angreifen würdest, das wäre jetzt mal perfekt. Okay, du fliegst schon mal hoch, das ist gut. Slam auf Magnaien. Mann, Digga! Was geht in dir? Lol, sorry, da hat sich wieder eng so ein Scheiß geöffnet. Das war jetzt nicht so toll. Mann, Alter. Bei mir gibt's echt die fähigsten Let's Plays überhaupt. Das ist schon mal ein Bonus, weil mein Emulator gerade hing. Was ist? Okay, du bist ein kleiner, ekeliger Spaten, weißt du das? Warte, du lässt es. Alter, jetzt gib mal ein Gummi, ich will angreifen. Oh Mann, Junge, ist gut. Du wärst jetzt so gebasht, Alter. Stolunio, komm rein, mein Sklave. Dich können sie mal angreifen und dann haben sie mal Probleme. Ja, Bodycheck, ey. Hat zieht ja auch nicht mal die Hälfte. Lobob. Nein, aber Laubklinge. Yay. Das ist ja schön für dich. Das interessiert mich aber nicht. So, Kadabra, Schwalbes. Ja, Schwalbos, wie auch immer, erreicht Level 29. Und nein, nicht echt ein Golbat, oder? Alter, ich fick ab, ey. Ein Golbat, warum? Ja, denn er besiegt meinst du, Lunio. Oh geil, habt ihr beide angegriffen. Wie dumm muss man eigentlich sein? Finde ich aber gut, denn das ist schon mal Golbat sein Untergang und Magnaien, keine Ahnung. Den mach ich jetzt mit Green fertig. Nein, Green ist immer verwirrt. No, aber greift an. Yo, das freut mich. Und ich würde mal sagen, du bist fast am Arsch. Ach so, genau, ich mach Ruckzuckhieb und tschüss, Golbat. Hahaha. Ein Ruckzuckhieb besiegt und jetzt kommt ungefähr den stärksten Damage, den ich mit meinem Team überhaupt machen kann. Fick dich weg. Okay, Kadabra ist verwehrt, das akzeptiere ich. Kadabra, du greifst an. Mann, Alter, die Psychokinese, die hätte so reingehauen. Du hättest sowas von keine Chance. Das wäre die stärkste Attacke, die ich im Moment habe. Naja, kommt drauf an. Alter, so, jetzt ist Golbat auf jeden Fall weg. Die zieht so rein. Psychstrahl reicht ja auch schon. Und ich sehe gerade, die Zeit wird wieder knapp. Ja, das war denn mal die Unterdings da. Die Tiefseehöhle Part 1, 1.0 oder so. Warum ist hier jetzt das Rätsel, wenn ich hier lang gegangen bin? Ich weiß es nicht, ich gehe hier rein. Ah, hier ist, genau hier ist mein Bubi-Rätsel. Yay, yeah, hier ist das Richtige. Genau, das ist nämlich voll einfach. Und ich speichere, wir sehen uns nächstes Mal hier. Yay, yeah, bis dann, Leute. Und mein Bubi-Rätsel, juhu.